Hör zu, ich bin normalerweise nicht so, Brooke. Ich habe immer alles unter Kontrolle. Ich habe es immer geschafft, mich zusammenzureißen. Ich konnte meine Ängste immer besiegen, weißt du? Ich hatte viele Verluste zu verkraften als Kind. Und ich habe gelernt, damit umzugehen. Deswegen wollte ich Psychiaterin werden, um Menschen bei ihrem Problem zu helfen. Ich wollte ihnen helfen bei ihrem Schmerz und ihrem Verlust. Und ich weiß, mir selbst zu helfen. Das habe ich ja gelernt. Und darum werde ich auch die perfekte Frau sein. Und selbstverständlich die perfekte Mutter für Jack. Hallo? Mutter? Ach, da bist du ja. Hi. Jack ist im Park mit Phoebe. Wieso hast du nicht angerufen? Oh, wo ist Taylor? Sie hat Besorgungen zu machen. Also weißt du nicht genau, wo sie ist? Sie ist ein großes Mädchen, Mutter. Ich muss nicht Alarm schlagen, wenn sie weggeht. Aber natürlich nicht. Ich war nur vorhin schon hier und ich habe sie gesehen und ich Mutter, muss dir sagen... Mutter, es geht ihr besser. Ich möchte nicht, dass du gegen sie arbeitest. Danke. Nein. Was haben wir denn hier? Fotos von dir und Brooke und den Kindern. Du meine Güte. Sieh dir Hope auf diesem hier an, Schatz. Sie ist so ein süßes kleines Mädchen. Was machst du denn mit denen? Tja, meine Frau hat ein bisschen Ordnung gemacht und da hat sie die entdeckt und mich gebeten, sie aus dem Haus verschwinden zu lassen. Du wirst sie doch nicht wegwerfen wollen. Ich bitte dich, diese Bilder erinnern dich immer an die glücklichsten Tage deines Lebens. Die Zeit mit Brooke und euren beiden Lieblingen. An den Traum von einer Familie. Nein, Mutter, ich werfe die Fotos nicht weg. Was auch immer du damit tust, sie sollten auf keinen Fall hier im Haus liegen. Denk an Taylors jetzigen Zustand. Es wäre einfach nicht... Ja, du hast recht. Ich räume sie weg. Die Aufarbeitung der Vergangenheit ist nicht so leicht, das kenne ich. Ich weiß, du glaubst, du tust das Richtige für Taylor. Aber was ist mit dem, was du willst? Was ist mit dem, was für das Kind richtig ist? Du begibst dich wirklich in eine unmögliche Situation, Nikki. Du wirst nicht glücklich werden. Taylor wird auch nicht glücklich werden. Es ist schon zu spät dafür. Du kannst die Zeit nicht zurückdrehen. Und aus Jacks Mutter wieder die anonyme Spenderin werden lassen. Denn wir wissen alle, Brooke ist Jacks biologische Mutter. Und wenn du denkst, dass ich mir darüber ständig Gedanken mache, hast du recht. Denn ich fürchte, dass Taylor mit der unmenschlichen Belastung, die das mit sich bringt, in den nächsten Jahren nicht zurechtkommen wird. Wir möchten Jack morgen gern taufen lassen. Du wirst doch auch kommen. Du weißt ja gar nicht, wie froh ich bin, dich so reden zu hören, Taylor. Denn ich weiß, du schaffst es. Du wirst eine großartige Mutter für Jack. Du musst dich nur ein wenig zusammenreißen. Unsere Leben sind eng miteinander verflochten. Es betrifft uns einfach alle. Das ist schon klar. Ich habe jetzt wirklich alles im Griff. Ich weiß. Alle wären davon betroffen. Nick, Rich und alle Kinder. Ganz besonders Jack an erster Stelle. Ich meine, diese Unsicherheit verschwindet langsam. Ich schaffe das, das weiß ich. Und ich werde ein Leben führen, von dem die meisten Menschen nur träumen. Taylor, du führst doch schon so ein Leben. Deine älteren Kinder sind alle wunderbar. Du hast den Mann deiner Träume. Du hast ein kleines Baby, das jetzt die Liebe seiner Eltern braucht. Von Vater und Mutter. All das steht auf dem Spiel. Das weiß ich. Ich weiß. Nur darüber sollte ich mir Gedanken machen. Es geht ums Baby, nicht um mich. Ich bin keine Bedrohung. Werde ich nie, glaub mir. Das musst du akzeptieren. Sei die starke Frau. Lass Nick deine Schwäche und Unsicherheit nicht spüren, hörst du? Deine Familie muss sehen, dass du jetzt stark sein kannst, Taylor. Der beste kleine Enkel der Welt. Ja, das bist du. Ich liebe dich über alles. Ja. Hi. Jackie, was machst du hier? Wo ist Nick?
Nick muss schnell was erledigen. Und naja, ich hab gedacht, ich könnte kurz... Kurz mal der Schwiegertochter auf die Finger sehen. Warum sagst du das denn so? Keine Ahnung, nur ein Gefühl, das du mir gegeben hast, als du vorhin hier warst. So, als würdest du denken, ich bin nicht in der Lage, eine gute Mutter zu sein. Oh, bitte, ich habe nie gesagt, dass du nichts in der Art schon gut, mein Kleiner. Nein, du hast gesagt, dass ich nie darüber hinwegkommen werde, dass Brooke immer zu meinem Leben gehören wird. Ich hoffe, das wird sie nicht. Sonst wird meine Ehe scheitern, meinst du? Oh, jetzt versuchst du mir, was in den Mund zu legen. Nein, ich denke darüber nach, seitdem du gegangen bist und... Ich bin ziemlich sicher, dass du das alles gesagt hast, um mich zu verunsichern. Weil du vielleicht denkst, es wäre besser, Nick ist mit Brooke zusammen. Am liebsten wäre mir ja, dass ihr alle drei glücklich seid und ganz besonders dieser kleine Kerl. Und du denkst, ich kann ihn nicht glücklich machen. Oh, ich bin überzeugt, dass du versuchen wirst, die perfekte Mutter zu sein. Aber Taylor, du kannst mir doch nicht ernsthaft erzählen, dass du glaubst, es zu schaffen, jemals das Kind anzusehen, ohne an Brooke zu denken. Darf ich reinkommen? Oh, Nick, was machst du hier? Natürlich, komm rein. Hör zu. Es tut mir leid. Tut mir leid, wenn ich gewusst hätte, dass Taylor sie liest, hätte ich dir diese SMS nie geschickt. Du sprichst von einer Nachricht an mich? Ja, du weißt nichts davon. Sie kam her und hat sich das verbeten. Nein, keine Ahnung. Wie schlimm war es? Naja, anfangs hat sie sich ziemlich aufgeregt, aber es hat sich dann doch ganz gut entwickelt. Ich denke, sie glaubt mir jetzt, dass ich keine Bedrohung mehr für sie bin. Ich habe sie beruhigt und versucht, ihr einiges zu erklären. Ich denke, es geht ihr schon besser. Sie weiß jetzt, was auf dem Spiel steht. Wie lange will sie sich denn noch quälen? Ich habe den Eindruck, das wird nie aufhören. Ich weiß, aber ich schätze, sie hat es bald geschafft. Sie weiß genau, wie die Lage ist, Nick. Ja. Was hast du denn da? Oh, nur ein paar Fotos von Hope und RJ und von uns. Ich dachte, du solltest sie haben. Taylor, ich weiß, welch große Belastung das für dich ist. Ich denke, Nick weiß es nicht. Das Baby hat Brooks Gene. Und wenn dich das Monate nach der Geburt immer noch stört, dann wird dich das mit Sicherheit noch sehr lange stören, glaub mir. Mein Gott, Jackie, ich kann dieses Baby lieben, ganz egal, welche Gene es hat. Das war doch nie die Frage. Ansonsten hätte ich doch nie an eine Eizellenspende gedacht. Siehst du's denn nicht? Dieser unverschuldete Laborfehler hat dich ungewollt plötzlich in eine unmögliche Situation gebracht. Wieso nennst du das unmöglich? Warum? Es sei denn, du hast irgendwas vor. Kann ja sein. Nein. Ich versuche dir nur meine Sicht darzulegen. Als Frau. Und als Mutter. Ich habe nie etwas deutlicher gesehen, weißt du? Taylor, du wirst es meiner Meinung nach nie schaffen, in Jack irgendetwas anderes als Brooks Kind zu sehen. Hör auf! Kein Wort mehr. Ich sage dir, was ich deutlich sehe. Du möchtest, dass Nick und Brooke endlich wieder zusammen sind. Das hast du doch schon immer gewollt. Ich wünsche meinem Sohn und meinem Enkel, dass sie glücklich werden, ja. Weißt du was? Wenn du es nicht schaffst, mich und meine Ehe ohne weiteres zu respektieren, dann will ich dich hier nicht mehr sehen, hörst du? Du wirst dich hier nicht mehr blicken lassen. Und wenn du eine Beziehung zu deinem Enkel haben willst, dann musst du seine Mutter in Zukunft besser behandeln. Alles klar? Denn ich bin seine Mutter und die Frau deines Sohnes. Und es wird Zeit, dass du das akzeptierst. Taylor hat eine Schachtel von mir gefunden mit diesen Fotos von dir, mir und den Kindern. Ich dachte, dass du sie vielleicht haben willst. Ich kann sie nicht wegwerfen, aber weißt du, im Haus kann ich sie auch nicht lassen. Das ist witzig. Du hast den ganzen Tag über versucht, RJ dazu zu bringen, wie ein gefährlicher Pirat auszusehen. Es ist ihm ganz gut gelungen. Richtig. Oh, und die kleine Hope. Das Kleid hast du ihr doch zum Geburtstag gekauft, nicht wahr? Ja. Sie sieht so süß darin aus. Ich weiß. Du fehlst ihr, Nick. Wenn das alles geregelt ist, werde ich mehr Zeit mit ihr verbringen. Das verspreche ich. Gut. Das wird dir gefallen.
Danke, dass du sie mir gebracht hast. Ist eine ziemlich schöne Zeit gewesen. Ich warne dich, ich werde nicht zulassen, dass du mir mein Kind nimmst. Das mache ich nicht. Brooke, vielleicht ist jetzt nicht der Zeitpunkt und... Raus jetzt! Nein, ich möchte dir nur sagen, dass... Ist mir egal! Ja, hör mir doch wenigstens kurz zu. Du sollst mich in Ruhe lassen, Brooke, und lass die Finger von meinem Baby. Und jetzt raus! Heißt das, du trinkst wieder? Nein, nein, das tue ich nicht. Ich schwöre, das tue ich nicht. Dann frage ich dich, was das hier ist. Man riecht den Alkohol Meilen gegen den Wind. Ich habe ihn eingegossen, aber nicht getrunken. Ganz sicher nicht. Kannst du nur, Taylor. Du willst mich aus dem Haus werfen und sagst, du wärst imstande, dich um diesen Säugling zu kümmern? Du hast für diesen kleinen Jungen immerhin die Verantwortung. Mein Gott, wie oft muss ich dir das denn noch sagen, Nick? Ich habe nichts getrunken, keinen einzigen Tropfen. Nichts. Und wenn ich jetzt ein bisschen zu emotional werde, dann ist sie der Grund dafür. Sie bringt mich aus der Fassung. Und du hilfst mir nicht mal. Du stehst mir kein bisschen zur Seite, du... Nein, ich stehe auf Jacks Seite, das ist völlig klar. Und die Vorstellung, dass du allein mit dem Kind zu Hause bist und anfängst zu trinken, erschreckt mich sehr. Und dich sollte das auch erschrecken. Ja, es erschreckt mich. Weißt du was, so habe ich mir mein Leben wirklich nicht vorgestellt. Ich wollte eine Familie mit dir, mir und dem Baby. Ich wollte, dass wir eine Familie sind. Aber sie macht alles kaputt. Sie zerstört meinen Traum. Sei die starke Frau. Lass Nick deine Schwäche und Unsicherheit nicht spüren, hörst du? Deine Familie muss sehen, dass du jetzt stark sein kannst, Taylor. Brooke existiert gar nicht. Brooke existiert gar nicht. Oh, Brooke. Brooke ist nicht hier. Das ist pure Einbildung. Sie steht überhaupt nicht da drüben. Sie ist nicht in meinem Haus. Brooke existiert gar nicht. Ich werde die Zeit nie vergessen. Ich sehe dich manchmal an und... Tut mir leid, ich sollte wirklich nicht so reden, Brooke. Nein, ich verstehe dich schon. Es ist alles nicht so leicht für dich. Du musst es doch irgendwo loswerden. Weißt du, zu Hause bei mir ist irgendwie alles so kompliziert. Und ich weiß nicht, was ich noch tun könnte. Ich versuche, sie zu beruhigen. Aber nichts scheint zu funktionieren. Ich sage ihr, dass ich sie liebe. Ich habe das Gefühl, als renne ich gegen eine Wand. Ich will doch nur, dass sie meinen Sohn liebt, sonst nichts. Du versuchst, deine Familie zusammenzuhalten und das macht dir enormen Druck. Gerade jetzt brauchst du einen Vertrauten. Du brauchst deine Freundin. Ich bin immer für dich da. Ich weiß einfach nicht, ob es mehr schadet, als nützt, ihr nahezulegen, die Situation zu akzeptieren. Vielleicht kann ich da inzwischen gar nichts mehr tun. Vielleicht ist sie wirklich nicht fähig, sich so um den Jungen zu kümmern, wie es sein sollte. Doch, das ist sie. Sie kann das. Du wirst es sehen. Wir wollen den kleinen Jack morgen taufen lassen. Im Kreis der Familie und der Freunde. Es gibt eine kleine Feier anlässlich der Taufe von Jack Hamilton Marone. Und vielleicht fühlt sie sich dann eher wie seine Mutter. Wer weiß. Oh, dann ist morgen wirklich ein wichtiger Tag für Jack. Da wäre ich gern dabei. Ich weiß, das geht nicht. Ich liebe den Jungen. Ich liebe ihn wirklich. Klar ist es unmöglich, aber trotzdem. Das weiß ich. Ich wünsche euch wirklich das Beste, dir und Taylor und dem Kleinen. Aber alles erscheint mir jetzt zu schwierig und du stehst ziemlich unter Stress. Und ich habe schon das Gefühl, dass ich verantwortlich bin. Denn es wäre überhaupt nichts geschehen, wenn ich nicht diese Eizellen gespendet hätte. Nein, bitte, tu das nicht, okay? Du kannst nichts dafür. Ohne deine Hilfe hätte ich Jack nicht. Den Sohn, den ich immer haben wollte. Also... kann ich dir eigentlich gar nicht genug dafür danken. Und alles wird gut, oder nicht? Ich hoffe es.
Geh weg! Los, verschwinde! Los, runter von ihm, Brock! Runter von meinem Mann! Taylor wird sich zusammenreißen, Nick. Ich bin sicher, sie wird es schaffen. Ich hoffe, du hast recht. Los, verschwinde! Hast du nicht gehört? Ich hab gesagt, du sollst verschwinden! Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe! 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 Nein! Nein! Hey, du Schlafmütze. Hi. Es ist spät. Das stimmt. Du hast es wohl eilig. Ja, ich muss gleich ins Büro. Du hast die ganze Nacht so fest geschlafen. Und heute Morgen immer noch. Und da dachte ich, ich darf dich nicht aufwecken. Ich sollte öfter mal durchschlafen. Das tut dir gut. Wird Zeit, dass du zur Ruhe kommst. Das ist gut so. Ich fühle mich wunderbar. Gut. Ich fühle mich glänzend. Sag mal, wie wär's, wenn du... noch ein bisschen hier bleibst, bevor du losfährst. Ich will mit dir reden. Können wir dieses Gespräch im Bett führen? Wohl besser nicht. Dann gehe ich jetzt. Du wirst mir nicht mehr in die Quere kommen, Brock. Das lasse ich nicht zu. Du bist erledigt. Hör zu, Katie, ich will nicht, dass sich irgendjemand Gedanken um mich macht. Mir ist völlig klar, was ich getan habe. Ich bin jetzt in Behandlung. Ich möchte meinen Hass auf Dad in den Griff kriegen. Aber vor allen Dingen möchte ich ergründen, wie ich eigentlich dazu gekommen bin, auf Stephanie zu schießen und Dad dafür hinzuhängen. Ich finde es gut, dass du Hilfe bekommst. Ich bin darüber sehr glücklich und ich freue mich wirklich, dass du bei uns bist. Danke. Es ist noch ein weiter Weg, aber weißt du, irgendwie habe ich das Gefühl, als... würde mir das Gewicht der ganzen Welt von den Schultern fallen. Gut. Es ist schon bemerkenswert, dass wir das Stephanie verdanken. Weißt du, ich habe jetzt die Chance, wieder zu mir zu finden und alles wieder gut zu machen. Ich stehe wirklich in ihrer Schuld. Weißt du, ich habe mit Brooke darüber gesprochen und sie findet es keine gute Idee, aber meine innere Stimme sagt mir, ich sollte rüber zu Stephanie gehen und mich bei ihr bedanken. Das ist wirklich keine gute Idee, das würde ich lassen. Ich meine,
Du kennst sie nicht. Ich würde kein Risiko eingehen, bevor sie sich's anders überlegt. Ich finde, du solltest das einfach lassen. Du bist frei. Das ist die Hauptsache. Oh, hi. Was ist dir los? Hi. Hi. Tja, wir sprechen gerade über Hi. Hi. Stephanie, und wie dankbar ich ihr bin für all das, was sie für uns getan hat. Dank ihr bin ich auf freiem Fuß. Ehrlich gesagt habe ich mir gedacht, es wäre vielleicht eine gute Idee, mich persönlich bei ihr zu bedanken. Aber Katie findet die Idee nicht so gut. Nein, 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 nein. Das ist eine dumme Idee. Ich hätte da einen besseren Vorschlag. Du fliegst nach Europa und verabredest dich mit Dad. Und, naja, versöhnst dich mit ihm. Ja, Katie hat recht. Mhm. Ja, okay. Darüber sollte ich mir Gedanken machen. Ich werde es mir überlegen. Okay, tja, dann einen schönen Tag noch. Wir sehen uns. Okay, also macht's gut, ihr zwei. Du auch. Du musst die Sache mit Eric beenden. Du musst es heute noch tun. Also, worüber willst du mit mir sprechen? Nun, über dich und mich und uns. Über so ziemlich alles, was passiert ist, seit Jack geboren wurde. Okay. Unser Leben ist völlig auf den Kopf gestellt worden, aber aus irgendeinem Grund war ich diejenige, die dabei am meisten abbekommen hat. Ich weiß, ich war etwas unvernünftig. Das ist mir klar. Aber du warst für mich da. Du warst an meiner Seite. Du hast mich beschützt. Du hast mir gezeigt, wie sehr du mich liebst. Du hast geschworen, dass du mich liebst. Das tue ich auch. Das weiß ich. Und es war für mich selbstverständlich. Aber jetzt weiß ich es zu schätzen. Du bist fantastisch. Du bist so gut zu mir. Du gibst mir so viel Kraft, ich weiß nicht, ich habe so ein Gefühl, als würde ich wieder zu mir finden. Ich werde mich bestimmt nicht wieder in so eine Situation reinmanövrieren. Es ist alles bestens, ich fühle mich großartig. Und weißt du was? Was? Heute ist ein neuer Tag. Okay. Ein ganz neuer Tag. Es ist ein großer Tag für einen Neuanfang für unsere Familie. Ja. Yeah. Um ehrlich zu sein, ich stehe auf diese neu gefundene Kraft. Oh. Weißt du, was ich vermisse? Was? Ich vermisse, eine Frau zu sein. Ich vermisse Sex. Ich habe mich gerade angezogen. Dann zieh dich wieder aus. Und schlaf mit mir, okay? Beenden. Als ob das so einfach wäre, Katie. Hör zu. Ich weiß ganz genau, wie schwer das für dich ist. Ich denke da nicht nur an meine persönlichen Belange. Ich bin nicht die selbstsüchtige Kuh, für die du mich hältst. Das habe ich nie gesagt. Ich denke vor allem an Eric. Und ob du es glaubst oder nicht, dieser Mann liebt mich wirklich. Das hat er mir bestimmt schon tausendmal bewiesen. Ich meine, ich habe es versucht, Kate. Ich habe wirklich versucht, mit ihm Schluss zu machen und... Hör zu, es ist mir klar, dass das eine unmögliche Situation ist, aber du hast eigentlich keine andere Wahl. Du musst diese Affäre mit ihm jetzt sofort beenden. Ich weiß, das wird ziemlich schwierig. Ich weiß doch genau, wie sehr du ihn liebst. Katie, wir müssen einfach zusammen sein. Wir sind Seelenverwandte. Wir haben das gleiche Gefühl. Ich meine, er will auch, dass wir zusammen leben. Ich verstehe ja, dass ihr beide das jetzt unbedingt wollt. Aber es gibt keine Garantien im Leben. Wer weiß, was die Zukunft bringt? Was ist in 6 Monaten oder in einem Jahr? Bitte riskier nicht die Zukunft und die Freiheit unseres Bruders wegen einer Beziehung, von der du nicht mal weißt, ob sie im nächsten Jahr überhaupt noch besteht. Sie wird bestehen, Katie, das weiß ich. Wir brauchen nur eine Chance, zusammen zu sein. Donna. Im Moment kommt es vor allen Dingen darauf an, dass du unseren Bruder vor einer Gefängnisstrafe bewahrst. Er braucht dich. Bitte beschütz ihn. Genau wie er dich beschützt hat. Bitte, du musst die Sache mit Eric beenden. Hör
zu. Stephanie hat mich aus Chicago angerufen. Sie sagt, sie hat versucht, dich zu erreichen, aber du gehst einfach nicht ran. Diese Frau übt auf mich einen unglaublichen Druck aus. Ich meine, sie ist weit weg und lässt trotzdem nicht locker. Sie ruft sogar dich an. Sie ist ziemlich aufgebracht, weil du dich nicht an eure Abmachung hältst. Es wird langsam knapp für Storm. Stephanie kommt heute Nachmittag aus Chicago zurück. Du musst die Sache mit Eric beenden, bevor sie hier auftaucht. Katie, merkst du denn nicht, dass diese Frau uns erpressen will? Seit Jahren hat sie Brooke missbraucht und ausgenutzt. Sie hat alles getan, um sie fertig zu machen. Es war Stephanies Schuld, dass Brooke vergewaltigt wurde. Weißt du, das Glück anderer Menschen kümmert sie einen Dreck. Hauptsache, sie ist glücklich. Ich nehme das zurück. Sie weiß überhaupt nicht, was Glück ist. Und es ist ihr sicherlich auch egal, was das Beste für Eric ist. Wenn sie ihn wirklich lieben würde, würde sie ihn freigeben, damit er endlich die Liebe erfährt, die sie ihm nie geben konnte. Oh Gott, es macht mich krank, dass wir wieder vor ihr in die Knie gehen. Wir sollten es wie Dad machen. Ihre Erpressungstour läuft nicht, wenn wir uns wehren. Was willst du damit sagen? Ihr Wort steht gegen unseres. Sie wird es nicht wagen, Storm anzuzeigen, sonst kommen ihre dreckigen Machenschaften ans Licht. Ich finde, wir sollten Stephanie bloßstellen. Ich mein's ernst. Ich bin bereit, die Vergangenheit komplett zu vergessen. Okay? Ich möchte mit unserer Familiensituation klarkommen. Wir werden alle sehr glücklich sein. Ich liebe dich. Ich liebe unser Baby. Das ist wohl die beste Nachricht, die ich mir wünschen konnte. Ich hoffe, Brooke ist kein Thema mehr für dich. Wer ist das? Wir haben ein Baby, das uns verbindet. Und ich liebe es. Und ich liebe dich, egal was geschehen ist. Du bist die Liebe meines Lebens. Oh, oh, was ist denn? Oh, komm mal her, mein Schatz. Oh, oh. Ich hab dich lieb, Schatz. Okay, alles okay. Da bist du ja. Hey, kleiner Mann. Hey. Davon haben wir geträumt. Wir haben uns immer gewünscht, dass du die Mutter eines so prächtigen kleinen Jungen wirst. Stimmt. Ich werde die beste Mami sein, die es überhaupt gibt. Hey, das gefällt dir, hm? Was ist eigentlich passiert? Was meinst du? Naja, du bist über Nacht wie ausgewechselt. Du bist auf einmal so liebevoll und akzeptierst die Situation. Ja. Ja, das sind Muskeln. Richtige Muskeln. Jetzt fühlt er sich wohl. Ich bringe ihn ins Bett. Okay. Okay? Na dann komm. So, mein Schatz, jetzt wird geschlafen. Okay? Träum was Schönes. Ich frage mich wirklich, wie hast du dich so schnell geändert? Vergiss nicht, ich bin Psychiaterin. Man kann seine Gefühle schon in den Griff bekommen, wenn man den Entschluss dazu gefasst hat. Wow. Mhm. So läuft das. Und was hat dich dazu bewogen, diesen Entschluss zu fassen? Ich weiß nicht, sowas braucht seine Zeit. Ich musste erst mal begreifen, dass du mich liebst und dass du unsere Familie liebst, dass wir dir alles bedeuten. Das war alles. Jetzt bin ich 100% bereit, für dich und Jack da zu sein. Was ist mit Brooke? Na, das ist Schnee von gestern. Ich vertraue dir. Du hast mir geholfen, wieder zu mir zu finden und das habe ich nur geschafft, weil du mich nicht aufgegeben hast. Und dafür liebe ich dich. Du willst Stephanie bloßstellen? Hast du den Verstand verloren? Das nimmt sonst kein Ende, Katie. Wenn wir sie nicht in ihre Schranken weisen, wird sie uns weiter damit unter Druck setzen, was Storm ihr angetan hat. Diesen Monat ist es Eric. Im nächsten jemand anders. Ich will nicht so weiterleben. Nein, und du? Nein, ich will auch nicht, dass Stephanie uns weiter unter Druck setzt. Aber was ist die Alternative? Soll Storm ins Gefängnis gehen?
Donna, bitte. Du musst das tun, was Stephanie von dir verlangt. Du musst mit Eric Schluss machen. Aber hör zu, hier geht's um die Familie. Warst es nicht du, die vor kurzem gesagt hat, wir müssen zusammenhalten und dass wir uns in jeder Hinsicht absichern müssen, dass wir praktisch mit nichts angefangen und überlebt haben? Ich weiß, das wird nicht einfach. Es ist nie einfach, ein Opfer zu bringen, aber Storm würde eine Haftstrafe nicht überstehen. Es liegt an dir, ihn davor zu bewahren. Das ist die Chance für uns, für alle Logans, die Familie zu sein, die wir immer sein wollten. Lass Storm nicht im Stich. Lass die Familie nicht im Stich. Bitte, bitte tu's nicht. Jetzt hör endlich auf. Es reicht, Katie. Okay, ich kann jetzt einfach keinen Druck oder Anschuldigungen von dir brauchen. Ich weiß jetzt, was ich zu tun habe. Ich habe nämlich einen Plan und den werde ich jetzt umsetzen. Jetzt muss ich aber wirklich los. Okay, ruf mich an, wenn du nach Hause fährst. Hm. Mach ich. Ich liebe dich. Ich dich auch. Ich werde eine gute Mami sein. Ich werde dir eine gute Mami sein. Wir werden ein wundervolles Leben haben, mein Sohn. Mein Sohn. Mein Sohn. Ich brauche das nicht. Ich brauche das nicht. Ist dir gut? Deine Mami ist hier. Ich bin hier, mein Schatz. Es wird alles gut werden. Ja. Es wird alles gut. Thank you.
Wir haben noch ein ganzes Leben voller zauberhafter Momente vor uns. Ich liebe dich so sehr. Ich liebe dich. Ich liebe dich, Donna Logan. Eric. Ich bin so froh, dass du da bist. Ich muss mit dir reden. Wissen Sie, ich dachte, es wäre eigentlich ganz einfach. Sie müssten nur sagen, Eric, es ist vorbei. Warum sind Sie hier? Das könnte ich Sie auch fragen. Ich habe es versucht, Stephanie. Offensichtlich haben Sie sich nicht viel Mühe gegeben. Ich will keine Streitgespräche oder sinnlose Debatten über dieses Thema mehr führen. Sie werden einfach sagen, Eric, wir müssen uns trennen. Und das war's. Sie stellen meine Geduld wirklich auf eine harte Probe. Sie müssen das nicht so kompliziert machen. Wo ist mein Mann? Was? Sie haben noch gar nicht mit ihm gesprochen? Nein, ich hatte gehofft, ihn zu überraschen. Und Sie haben erwartet, ihn hier allein vorzufinden? Ja, das war unser Deal. Sie haben sich nicht an die Abmachung gehalten. Wie soll ich darauf reagieren? Herein. Hör zu, ich habe eine Menge zu tun. Also, James. Ich habe gedacht, Sie würden erst morgen kommen. Nun, bei unserem letzten Telefonat hörte sich alles ziemlich dringend an. Also nahm ich die nächste Maschine und bin hergeflogen. Danke, danke, das weiß ich zu schätzen. Ich habe es leider zur Hochzeit nicht geschafft. Das war auch viel zu kurzfristig. Sie hat ihr Geschenk bekommen. Sie war begeistert. Freut mich, das zu hören. Wir haben uns nicht oft gesprochen in letzter Zeit. Jetzt, wo sie verheiratet ist und ein Baby hat, wir haben an Weihnachten telefoniert. Es schien ihr gut zu gehen. Ja. Es ist doch alles in Ordnung, oder? Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Sie hatte in letzter Zeit einige Schwierigkeiten. Aber schön, dass jetzt ein Freund von ihr hier ist. Was ist los, Nick? Was ist mit Taylor los? Taylor, hi. Ich habe jetzt wirklich keine Zeit für dich. Okay. Hör zu, ich wollte dir nur sagen, ich habe viel über unser Gespräch nachdenken müssen, das wir gestern hatten. Und ich möchte, dass du weißt, obwohl ich Brooks Sohn bin, heißt das nicht, dass du mir egal bist, dass ich mir keine Gedanken mache. Oh, das ist lieb von dir. Willst du nicht kurz reinkommen? Ja, danke. Okay. Danke, ich bleib nicht lang, ich verspreche es. Also, was gibt's? Ich habe großen Respekt vor dir. Du hast mir seit meiner Jugend so viele gute Ratschläge gegeben. Bei dem ganzen Chaos zwischen meiner Mom und Rich warst du immer eine gute Freundin. Dafür möchte ich mich revanchieren. Wie? Ich möchte, dass du glücklich bist, Taylor. Dann wären wir schon zu zweit. Ich glaube, dass du ein fantastisches Leben haben könntest, Taylor. Aber so, wie die Dinge stehen, glaube ich nicht, dass das jetzt der Fall ist. Ich meine, du und Nick, ihr zieht das Kind meiner Mom groß. Ich glaube, dass du so nie die Chance haben wirst, glücklich zu werden. Katie, hi! Oh, hi! Ich wollte nur diese Marketing-Vorschläge vorbeibringen. Oh, die brauche ich erst nächste Woche. Ich dachte, das hätten wir besprochen. Ich wollte das nur etwas beschleunigen. Wie ich sehe, hast du die gleiche Arbeitseinstellung wie deine Schwestern. Ja. Weißt du, es ist wirklich ein Segen für mich, alle drei Logan-Mädchen bei mir zu haben. Tja, wer hätte das gedacht?
Übrigens, es würde mich interessieren, was du von einem dieser Vorschläge hältst. Ich habe da eine Idee aufgegriffen, die Stephanie vor ein paar Jahren hatte. Ich weiß, sie kommt heute zurück. Hast du schon von ihr gehört? Nein, gar nichts. Oh, das ist ja eigenartig. Nein, finde ich nicht. Du weißt doch, wie die Dinge zwischen uns stehen. Sie hat gar keinen Grund, mich zu kontaktieren. Wenn Ihnen Eric wirklich etwas bedeutet, sollten Sie ihm die Chance geben, glücklich zu werden. Ich liebe meinen Mann und ich möchte, dass er glücklich wird. Und ich habe es langsam satt, Ihnen eine Chance nach der anderen zu geben, das Richtige zu tun. Stephanie, bitte. Sie wissen doch, was passiert, wenn Sie sich nicht an die Vereinbarung halten. Ihr Bruder kommt ins Gefängnis. Oh nein, Stephanie, legen Sie wieder auf, bitte. Tun Sie das nicht. Nun, James, es ist so, Ihre liebe Freundin Taylor hat in letzter Zeit eine Menge durchgemacht. Was ist denn passiert? Sie wissen, dass Taylor durch eine Eizellenspende schwanger wurde. Ja, das hat sie mir erzählt. Die biologische Mutter unseres Kindes ist Brooke Logan. Was? Wieso war Taylor damit einverstanden? Wieso haben Sie Brooke als Spenderin gewählt? Das haben wir nicht. Es gab eine Verwechslung im Labor. Oh mein Gott. Wie konnte das passieren? Das ist eine lange Geschichte, aber es ist eben passiert. Und jetzt braucht sie unbedingt Hilfe. Ich kann's nicht fassen. Sie bringt das Kind ihrer Erzfeindin zur Welt. Wie sie damit klarkommt, kann ich mir gar nicht vorstellen. Um ehrlich zu sein, es ist schwierig. Aber sie macht Fortschritte. Inzwischen habe ich den Eindruck, dass sie es schaffen könnte. Taylor, ich weiß, das wird nicht einfach für dich, aber du musst mir jetzt zuhören. Diesen ewigen Kampf, den du gegen meine Mom und Nick führst. Du hast einfach schlechte Rick, Karten. Da irrst du dich gewaltig. Taylor, okay? Bitte, ich weiß genau, wovon ich spreche. Meine Mom und Nick, sie haben wirklich eine intensive Beziehung. Die werden sie nie beenden. Schließlich haben sie zusammen ein Kind. Versteh doch. Okay. Was soll ich jetzt tun? Aufgeben? Taylor, ich weiß, das ist nicht einfach und es tut weh. Aber überleg doch mal. Tatsache ist, meine Mom und Nick werden irgendwann wieder zusammen sein. Ich meine, wäre es nicht am besten, wenn du ihn gehen lässt? Was will ich? Stephanie und ich leben getrennt. Wir lassen uns scheiden. Sie hat also gar keinen Grund, mit mir Kontakt aufzunehmen. Okay. Hör zu, ich habe jetzt ein bisschen Zeit. Ich werde mir das mal kurz ansehen, Katie. Okay. Deine Idee für Felicias Duftkollektion gefällt mir. Ich bin auch damit einverstanden, den Schwerpunkt der Phoebe-Line auf einen weitaus jüngeren Markt zu verlagern. Also, Katie? Hm? Du hast mir überhaupt nicht zugehört, stimmt's? Was? Ich weiß, woran du denkst. Es geht um Donna. Um ihre Beziehung zu mir. Legen Sie sofort auf. Donna. Ich will, dass Sie aus dem Leben meines Mannes verschwinden. Ich weiß, dass Sie nicht wollen, dass Ihr Bruder ins Gefängnis wandert. Also lassen Sie uns das bitte endlich hinter uns bringen. Hören Sie, ich habe dieser Sache nie zugestimmt. Das war Brooke. Trotzdem habe ich mich an diese Abmachung zu halten versucht. Ich habe ihm gesagt, dass ich ihn nicht heiraten kann, dass ich sein Leben zerstören würde, aber das hat ihn überhaupt nicht berührt. Es hat seinen Wunsch nur noch verstärkt, mir zu helfen. Ich meine, so sehr liebt er mich. Oh ja, ich weiß. Ich kenne diese Geschichte mit ihrer Sexsucht. Oh mein Gott, jeder normale, vernünftige Mann würde auf so etwas reinfallen. Aber wie ich meinen Mann kenne, der erst recht. Meinen Sie wirklich, bei uns geht es nur um Sex? Können Sie auch nähen und kochen? Hören Sie, Stephanie. Sie können einfach nicht akzeptieren, dass eine andere Frau eine Beziehung mit Eric hat. Ach, ich habe doch gesehen, wie Sie ihn wie Dreck behandelt haben. Glauben Sie wirklich, dass er zu Ihnen zurückkommen wird, wenn ich mit ihm Schluss mache? Ich meine, es ist vorbei. Eric liebt Sie nicht mehr. Das ist mein Problem. Ihres ist Ihr Bruder. Knast oder nicht? Knast oder nicht? Ich schätze, wir wissen bald, ob Sie eine selbstlose oder selbstsüchtige Person sind. Halt!
Sie werden nirgendwo hingehen. Wir sind noch nicht fertig. Du hast recht, Eric. Ich mache mir Sorgen um Donna. Ich will, dass es ihr gut geht. Katie, ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um deine Schwester glücklich zu machen. Ich weiß, du liebst sie. Ich wünschte nur, es wäre nicht so kompliziert. Ich werde Donna nicht wehtun. Das schwöre ich dir. Los, rufen Sie Lieutenant Baker an. Na los, zeigen Sie Storm an. Ich werde vielleicht meinen Bruder verlieren, aber dafür werde ich für alle Zeiten Ihren Mann gewinnen. Wie sind Sie denn auf diese Idee gekommen? Etwa von selbst? Oder haben Sie das mit den anderen Hühnern im Hühnerstall besprochen? Wann werden Sie es endlich verstehen? Ich gebe Ihnen hier eine allerletzte Chance, Ihren Bruder zu retten. Sie sind ja so großzügig. Werden Sie bloß nicht unverschämt, Donna. Ach, kommen Sie, Sie verbieten mir nicht den Mund. Sie haben nämlich nur dann eine winzige Chance, Eric zurückzugewinnen, wenn ich dabei mitspiele. Also drängen Sie mich nicht. Hören Sie, Donna. Wir beide haben viel zu verlieren. Ich meinen Mann, Sie Ihren Bruder. Es gibt entweder ein glückliches Ende für unsere Familien oder einen schlimmen Verlust. Sie werden sich also überlegen, wie Sie die Sache mit Eric beenden und dann handeln. Noch heute. Es freut mich sehr, dass Sie so offen sind. Ich weiß, wie glücklich Taylor mit Ihnen ist. Es ist wunderbar, dass sie einen Mann hat, der sie so aufrichtig liebt. Sie war so froh, Ihnen einen Sohn schenken zu können. Er ist wundervoll. Er ist ein Segen für uns. Und Sie sind sicher, dass Brooke die biologische Mutter ist? Das kann kein Irrtum sein? Nein, wir haben das überprüfen lassen. Es fällt mir wirklich schwer, das zu verkraften. Ich frage mich, wie Taylor das aushält. Meine Mom bekommt immer, was sie will. Und das weißt du. Und was ist mit dir? Ich meine, wir wissen doch alle, wie du über Rich denkst. Ja. Ja, ich kann nicht abstreiten, dass ich alles tun würde, um meine Mom und Rich voneinander fernzuhalten. Und Nick und deine Mom wieder zusammenzubringen. Du kennst die Chemie zwischen den beiden, Taylor. Nein, ich weiß nur, dass sich Nick voll und ganz zu dieser Familie bekennt, sich zu mir bekennt. Das Problem ist nur, dass deine Mutter ständig destruktive Entscheidungen trifft. Sie will immer das, was sie nicht haben kann. Nick ist nicht verfügbar, also will sie ihn haben. Und lass uns eins nicht vergessen, er war schon mal ihr Mann. Wie lange waren sie verheiratet? Du siehst ja, was daraus wurde. Taylor, bitte, du willst dir was vormachen. Ich weiß das, ich verstehe das. Ich kann aber nicht glauben, dass diese Situation zwischen meiner Mom und Nick nur ein Zufall ist. Okay, ich glaube wirklich, dass das Schicksal sie wieder zusammengebracht hat. Oh nein, Zufall war schon der richtige Ausdruck. Das hat nichts mit Schicksal zu tun. Die ganze Sache war ein Versehen. Und wenn ich geahnt hätte, dass du hier so einen Müll erzählst, hätte ich dich überhaupt nicht reingebeten. Taylor, sieh dich an. Das sieht dir nicht ähnlich, okay? Ich mach mir Sorgen um dich. Ich fühle mich zum Teil verantwortlich für das, was passiert ist. Denn du siehst ja, was meine Familie getan hat. Meine Mom und meine Schwester. Sie sind die Schlüsselfiguren in diesem Chaos. Taylor, ich bitte dich, vertrau mir. Ich will dir wirklich nur helfen. Hör zu, du musst mir nicht helfen. Mein Mann und ich haben all diese Probleme schon längst gelöst. Es ist okay. Weißt du, ich bin bereit zu akzeptieren, was ich nicht ändern kann und lebe weiter. Also vergiss deine Mission und hör auf mit dem Blödsinn. Verschwinde aus meinem Haus. Verzieh dich. Geh jetzt. Geh. Taylor? Was soll das? Hallo? Hör zu, Donna. Eric ist gerade auf dem Weg zu dir. Du musst die Sache mit ihm beenden. Es ist mir egal, wie du. Musst ihn irgendwie loswerden. Sorg dafür, dass er geht. Ich weiß schon, was ich zu tun habe, Katie. Hier ist jemand an der Tür. Donna, bitte. Du musst das ein für alle Mal beenden. Oh.
Oh, Eric. Taylor ist eine der brillantesten Psychiaterinnen, mit denen ich je gearbeitet habe. Sie ist eine verständnisvolle, wunderbare Frau. Unglaublich, was sie durchgemacht hat. Ihr Leben war immer voller Probleme. Ihre Alkoholsucht, Dallas Unfall. Sie trinkt doch nicht mehr, oder? Nein. Nein. Sie war einmal kurz davor, aber hat es dann gelassen. Das freut mich. Solange Taylor nüchtern bleibt, kann sie alles schaffen. So löst du also Probleme. Du trinkst wieder. Ich trinke nicht. Ich war nur ein bisschen gestresst und ich habe das Recht, mich etwas zu entspannen, okay? Mir geht's gut. Mir geht's gut. Ich habe mich unter Kontrolle. Was ist mit deinem Sohn? Jack, geht's prima. Ich bin nicht betrunken, okay? Ich hatte einen winzig kleinen Cocktail. Nur um die Nerven zu beruhigen. Das ist in Ordnung. Rick, jetzt mach bloß kein Theater. Es ist nichts passiert. Kein Problem. Es ist nur... Hör zu, du hast deine Mutter schon verrückt gemacht, weil ich eine Panikattacke hatte. Und ich brauche nicht noch mehr Probleme. Also schaff mir keine Probleme mehr. Bitte versprich mir das. Das werde ich dir nicht versprechen. Rick! Nein, warte! Bitte, hör zu! Bitte, Rick, nein! Sag bitte nichts! Oh mein Gott. Oh Gott, nein, 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 nein! Noch eine Logan-Tochter. Ich Glückspilz. Wenn Sie Eric suchen, er ist nicht hier. Er ist mit Donna zusammen. Ich habe gerade mit ihr gesprochen. Ich hoffe, Ihre Schwester ist endlich klar, wie ernst das mit ihrem Bruder ist. Keine Sorge, sie weiß, was sie zu tun hat. Sie ist gerade bei Eric und diese Affäre wird bald für immer vorbei sein. Donna, warum weinst du denn? Ich muss dir jetzt etwas sagen, Eric. Und ich... Es fällt mir unheimlich schwer und ich weiß nicht, wie du darauf reagieren wirst. Es geht doch nicht darum, dass wir beide uns trennen, oder? Das haben wir doch schon besprochen. Nein. Nein, Eric, nein, darum geht es bestimmt nicht. Ich liebe dich über alles, aber ich... Ich kann nicht so weitermachen. Was denn? Was ist denn? Wovon sprichst du? Komm schon, sag's mir, Donna. Sag's mir, du kannst mir alles sagen. Stephanie, sie ist wieder da. Und sie weiß etwas, Eric, etwas über meine Familie. Und wenn ich jetzt nicht tue, was sie sagt, wird sie alles kaputt machen. Versucht sie etwa, dich zu erpressen? Was sollst du tun, Donna? Sie verlangt von mir, dass ich meine Beziehung zu dir beende. Das will ich nicht. Das ist das Letzte, was ich will. Aber wenn ich jetzt nicht tue, was sie sagt, wird sie dafür sorgen, dass meine Familie zerbricht. Aber wieso? Womit kann sie dich überhaupt erpressen, Donna? Sie weiß etwas. Es ist wirklich ein Albtraum. Was? Sie weiß, wer auf sie geschossen hat. Wer? Das ist ja gerade der Punkt. Die Person, die auf sie geschossen hat, ist mein Bruder. Storm? Und wenn ich dich nicht verlasse, wird sie ihn hinter Gitter bringen. Bitte, bitte, du musst mir helfen, Eric. Oh mein Gott. Soll das heißen, dass Storm auf Stephanie geschossen hat? Ja, und sie wird zur Polizei gehen. Oh Gott, Eric, du musst mir helfen. Oh nein. Wann hast du Stephanie zum letzten Mal gesehen? Sie war eben noch hier. Oh mein Gott, Eric, sie versucht mich zu erpressen. Sie will dich wiederhaben.
Und sie wird wohl nichts halt machen, um das zu erreichen. Ich dachte, du wolltest erst anrufen. Ich habe Jack gerade ins Bett gebracht. Entschuldige, ich dachte, ich komme gleich rüber und ich sehe schon, dir geht es viel besser. Ich bin ja so froh, Taylor. Du siehst toll aus. Vielen Dank. Ich fühle mich großartig. Das habe ich nur dir zu verdanken. Du hast mir immer geholfen. Du warst immer für mich da. Ja, und damit das auch so weitergeht, brauchst du jede nur erdenkliche Hilfe. Und da dachte ich mir, ich muss ein bisschen Verstärkung anfordern. Und da ist sie. James! Hallo. Oh, meine Güte. Es ist eine Ewigkeit her. Und wurde höchste Zeit, dass ich mal nach meiner wunderbaren Kollegin sehe. Und was macht dein Sohn? Wo ist der kleine Mann? Ich bin auf euren Nachwuchs wirklich gespannt. Donna weiß, was auf dem Spiel steht. Sie will auf keinen Fall, dass Dom ins Gefängnis geht. Sie wird sich von Eric trennen. Das will ich auch hoffen. Sonst werden sie und Donna und der Rest der Familie viel Zeit damit verbringen, ihn im Gefängnis zu besuchen. Donna, hier, setz dich. Ich will mit dir reden. Erzähl mir, was passiert ist. Ich verstehe überhaupt nicht, was das alles soll. Stephanie will dich wiederhaben. Sie weiß, dass ich nicht zurückkomme. Nein, Eric, nein, sie zählt darauf, dass das passieren wird. Macht sie sich immer noch Illusionen, dass unsere Beziehung keinen Bestand hat? Ja, das sollte ich dir weismachen. Ich sollte dich irgendwie davon überzeugen. Das hat sie wirklich von dir verlangt? Das sollte ich dir sagen, wenn du hier reinkommst. Sonst wird sie den vor Gericht bringen, der auf sie geschossen hat. Meinen Bruder. Was? Hör zu, das alles macht doch keinen Sinn, Donna. Storm wäre nie im Leben dazu imstande, auf Stephanie zu schießen. Sie will dich irgendwie über den Tisch ziehen. Ich wünschte, du hättest recht. Jetzt denk doch mal nach. Storm war am Telefon. Er sprach gerade mit Lieutenant Bakers Sohn, während der Schuss gefallen ist. Er war es. Er hat das Telefon einfach stumm geschaltet, um den Schuss abzufeuern. Storm hat es stumm geschaltet? Ja, dann hat er abgedrückt. Und danach einfach weiter telefoniert? Oh mein Gott! Das ist un... Der Kerl rennt bei Forrester rum und versichert jedem, dass durch ihn alles in Ordnung kommt. Er marschiert umher und spielt den großen Beschützer seiner Schwestern. Er versichert unsere Familien, dass er alles im Griff hat und jetzt erzählst du mir, dass er es war, der auf Stephanie geschossen hat. Ich rufe die Polizei an. Oh nein, bitte, Eric, tu's nicht, ruf sie nicht an. Zeig Storm nicht an. Jetzt gehen wir zu James, Dr. Warwick. Er ist der tollste Psychiater der Welt. Er kommt extra aus New York, um dich kennenzulernen. Ah. Hallo, mein kleiner Freund. Wow. Was bist du doch für ein prächtiges kleines Kerlchen. Hallo. Ja, er ist einfach ein Schatz. Oh. Oh. Du weißt ja gar nicht, was du schon hinter dir hast. Erst das schwache Immunsystem, dann die Transplantation. Ein tapferer kleiner Bursche. Ja, es war für uns alle ein schwerer Weg. Ich weiß, aber vor allem für dich. Ja, sicher. Ich meine, du hast ja über seinen Zustand Bescheid gewusst. Ich habe dir oft E-Mails geschickt und Fragen gestellt und... Das meine ich nicht damit. Nick hat mir alles erzählt, Taylor. Ich weiß, wer Jacks biologische Mutter ist. Hey, ich hielt es einfach für besser, dass er alles weiß. Wenn er dir wirklich helfen soll, dann darf man nichts verbergen. Dann sollte er darüber informiert sein, was los ist. Ist schon gut. Ich bin froh, dass du angerufen hast. Ich weiß, dass ich jemanden brauche, der mir hilft, mein inneres Gleichgewicht zu halten.
Du bist einfach wunderbar. Du hast gespürt, dass ich diese Hilfe jetzt brauche. Donna will nicht, dass Dom ins Gefängnis muss. Sie wird tun, was nötig ist für ihn und unsere Familie. Nun, wir werden ja bald herausfinden, ob sie es schafft, für jemanden ein Opfer zu bringen. Für ihren Bruder hoffe ich, dass sie dazu imstande ist. Nicht anzeigen? Donna, du hast mir gerade eben erzählt, dass dein Bruder gewissenlos und kaltblütig einen Plan geschmiedet hatte, meine Frau umzubringen. Das ist doch der Tatbestand, oder? Ja, schon, aber... Dann muss er ins Gefängnis. Es tut mir leid, dein Bruder muss sich dafür verantworten. Er muss hinter Gitter. Er wurde in den Wahnsinn getrieben, Eric. Ach, ehrlich? Eine tolle Ausrede. Hör zu, er ist kein schlechter Mensch. Es ist nur so, dass Stephanie unserer Familie so viel Leid zugefügt hat. Das hat er nicht mehr ertragen. Das gibt ihm nicht das Recht, einen Mordanschlag zu verüben. Ich weiß das. Er weiß das. Er hat einen schweren Fehler gemacht und er würde ihn am liebsten ungeschehen machen. Hör zu, es tut ihm leid, was er getan hat. Dass es ihm leid tut, ist schön, aber damit ist es leider nicht getan, Donna. Mein Bruder braucht Hilfe. Diese Hilfe bekommt er nicht im Gefängnis. Ich glaube nicht, dass er das überleben wird. Und was jetzt? Soll man das einfach unter den Teppich kehren und ihn weiter frei rumlaufen lassen? Das darf nicht sein, Donna. Nach all dem, was du mir erzählt hast, soll ich das alles einfach vergessen? Weißt du, vielleicht hättest dir nicht sagen sollen. Vielleicht hätte ich auf Stephanie hören sollen und dir jetzt vorspielen, dass ich dich hasse und dass ich dich nicht mehr sehen will. Ich kann aber nicht gut genug lügen. Ich kann dir nicht vormachen, dass ich dich nicht liebe. Und dass ich nicht mehr mit dir zusammenleben will. Aber das verlangt Stephanie, sonst muss Dorm ins Gefängnis. Sie hält das für einen fairen Deal, mein Bruder gegen dich. Das ist also Stephanies Plan. Sie macht vor nichts Halt und hat diese Erpressung inszeniert. Ja, verstehe ich das richtig? Sie schreckt vor nichts zurück. Um meinem Bruder das Gefängnis zu ersparen, soll ich unsere Beziehung beenden, und zwar für immer. Das ist eine lange Geschichte zwischen dir und Brooke. Und sie war mal mit Nick verheiratet. Das ist sicher nicht einfach für dich. Du kannst mir alles sagen. Sag mir die Wahrheit. Wie kommst du damit klar? Ich liebe meinen Sohn. Kaum liegt er im Bettchen, schon ist er weg. Hör zu, ich werde mal verschwinden, damit ihr beide in Ruhe über alles sprechen Nein, könnt. Nein, bleib noch ein bisschen, Schatz. Es liegt mir viel daran, dass du auch mit James sprichst. Es ist sehr wichtig für mich, dass sie Taylor glücklich machen. Sie hat es verdient. Nun, ich hoffe wirklich, dass ich das schaffe, damit unser Sohn auch ein glücklicher Mensch wird. Danke, dass Sie sofort gekommen sind. Ich hoffe, Sie bleiben eine Weile. Natürlich bleibe ich. Für Taylor würde ich alles tun. Vielen Dank für die Überraschung. Ich wollte James wirklich sehen. Und ich wollte dein Lächeln sehen. Und ich muss jetzt wirklich zurück ins Büro fahren. Okay, also? Es kann spät werden. Ist gut. Du hast meine Frage nicht beantwortet. Sag mir die Wahrheit. Wie kommst du damit zurecht? Wissen Sie, Stephanie, wenn Sie Donna je eine Chance gegeben hätten, wäre Ihnen klar, dass sie nicht das Flittchen ist, für das Sie sie halten. Wir zwei sind zwar von Grund auf verschieden, aber was die Familie betrifft, sind wir uns einig. Sie wird das Richtige für Storm und das Richtige für die Familie tun. Ich weiß, das erwarten Sie von ihr. Und ich auch. Ich hoffe, sie tut's. Sonst heißt es Bye-bye für ihren Bruder für eine lange Zeit. Wieso dauert das denn so lang? Ich muss wissen, was los ist. Stephanie versucht uns, damit auseinanderzubringen. Und dich wieder in ihre Fänge zu kriegen.
Das ist der Preis für Storms Freiheit. Ich mach Schluss mit dir und sie versucht, dich zurückzukriegen und erspart Storm das Gefängnis. Ja. Siehst du das nicht? Hier geht's nicht um Gerechtigkeit. Es geht darum, dass Stephanie das kriegt, was sie will. Stephanie hat die Kontrolle über unser Leben. Ja. Ach, Donna. Das ist eine unfassbare Situation. Ich weiß. Ich weiß, es tut mir leid. Mit einem hast du recht. Sie hat sich nicht ein bisschen verändert, sie. Sie nimmt jede Chance wahr, alles so zu bekommen, wie sie es will. Und zwar genauso, wie sie es will. Ich weiß nicht, was sollen wir jetzt machen? Vielleicht sollten wir einfach nachgeben. Wo ist Storm jetzt? Ich hoffe, dass er nach Paris zu unserem Dad geflogen ist. Ich meine, Katie und ich haben ihm gesagt, er soll erst mal verschwinden. Ja. Ich hoffe, er hat's getan. Das wäre das Beste, ja. Was willst du tun? Ich weiß es noch nicht. Ich will mein Leben mit dir verbringen, Eric. Ich wünsche mir nichts anderes. Es ist nur so, ich mache mir Sorgen um meinen Bruder. Okay, hör zu. Wenn du mit Storm sprichst, sorg bitte dafür, dass er sich in einen Flieger setzt, der weit, weit wegfliegt. Verstanden? Nein, warte, du darfst nicht zu Stephanie gehen. Nein, ich muss mit ihr sprechen. Ich muss etwas unternehmen. Sie will, dass ich mit dir Schluss mache, Eric. Und wenn sie irgendwas anderes hört, irgendwas anderes... Warte. Wir schlagen sie mit ihren eigenen Waffen. Vielleicht ist es das Beste, wenn ich aus L.A. wegziehe. Nein, nein, ich will dich nicht verlieren. Hör zu, ich habe eine Idee. Was? Ich werde Stephanie davon überzeugen, dass ich erkannt habe, was los ist und dass mir klar ist, dass du mich benutzt hast. Und das soll uns helfen? Ja. Ich werde ihr sagen, dass ich dich aus meinem Leben verbanne. Erst werde ich dich bei Forrest herauswerfen. Und dann ziehe ich wieder bei Stephanie ein. Oh, Eric, nein. Donna, ich ziehe nur wieder ein. Ich teile nicht das Bett mit ihr. Ich werde ihr was vorspielen. Sie soll davon überzeugt sein, dass du dank ihrer Erpressung ganze Arbeit geleistet hast. Eric, ich weiß nicht, ich... Das funktioniert. Es muss funktionieren. Ich will dich nicht verlieren. Du bedeutest mir alles. Wir schaffen das. Wird sie dir das abkaufen? Ja, ich glaube, das wird sie. Das wird sie sicher. Sie kommt doch nie auf die Idee, dass du mir die Wahrheit gesagt hast. Stephanie hat in ihrem Leben nie jemandem so sehr vertraut, dass sie ihm die ganze Wahrheit über etwas erzählt hätte. Also denkt sie das auch nicht von dir und das ist unser Vorteil. Donna, und bald wird Stephanie erkennen, dass die Beziehung, die sie und ich haben, ein Vakuum ist, ein Nichts. Dann wird sie mich gehen lassen. Dann sind wir zusammen und haben eine gemeinsame Zukunft. All das, was wir uns immer gewünscht haben. Wir schaffen das, ich schwör's. Ich hab mir gedacht, du möchtest bestimmt einen Kaffee nach dem langen Flug. Hier, bitte. Den kann ich brauchen, vielen Dank. Du hattest eine schwere Zeit. Du hattest vor kurzem ein Alkoholproblem. Nick macht sich Sorgen, dass du vielleicht wieder angefangen hast zu trinken. Hat er davon erzählt? Ja, aber dann hat er gesagt, du hättest dich im Griff und dass es dir viel besser geht. Stimmt. Mir geht's viel besser. Schön, dass du da bist. Sieh mich an, ich strahle. Mach dir keine Sorgen, mir geht's bestens. Würdest du mir sagen, wenn's anders wäre? Aber selbstverständlich. Ich habe alles unter Kontrolle. Ach, du musst Stephanie dazu bringen, dass sie dir glaubt. Unsere Zukunft. Und die Freiheit meines Bruders stehen auf dem Spiel. Es muss funktionieren. Sonst ist es aus.
Eric! Hallo. Hi. Donna hat mir gesagt, dass du wieder da bist. Ja, ich bin gerade reingekommen. Wie geht's dir? Du bist schlecht gelaunt. Hat das was mit Donna zu tun? Wie kommst du darauf? Das sehe ich an deinem Blick. Was ist passiert? Du hattest recht. Sie hat mich nur benutzt. Wie hast du das rausgefunden? Es gibt einen anderen. Ich wusste, dass sie einen anderen hatte und wie du schon sagtest, sie hat endlich zugegeben, dass sie mich nicht geliebt hat und dass sie mich nur benutzt hat. Das tut mir leid. Ich hätte von Anfang an auf dich hören sollen. Du hast mal gesagt, dass sie nicht aufrichtig ist. Du warst einfach von ihr besessen, Schätzchen. Ich will jetzt nicht darüber sprechen. Sie hat mich nur benutzt. Es tut mir leid, sie hat dir wirklich wehgetan. Aber ich muss dir auch sagen, dass ich mich freue. Endlich hast du es erkannt. Ich bin froh, dass ich mit dir reden kann. Ich muss darüber reden. Donna hat dir das Herz gebrochen. Ich werde es überleben. Ja, das wirst du. Ich meine, jetzt, wo ich weiß, wie Donna wirklich ist, kann ich damit umgehen. Kann ich etwas für dich tun? Nach allem, was geschehen ist, bietest du mir deine Hilfe an? Wir haben viele Jahre zusammen verbracht. Wir haben eine große Familie und es war eine fantastische Zeit. Niemand kann uns das nehmen. Nein. Was wir zusammen hatten, kann uns keiner nehmen. Können wir nicht noch mal von vorn anfangen? Willst du das denn wirklich? Ja, das will ich. Ich bin von ganzem Herzen bereit dazu, Eric. Nach allem, was ich dir angetan habe, bist du bereit dazu? Du bist mein Ein und Alles, Eric. Du bist alles, was ich habe. Das warst du immer. Rick! Hi. Wir müssen reden. Kann ich reinkommen? Ja, na klar. Danke. Taylor, ich weiß wirklich nicht, wie ich es ausdrücken soll. Also, es ist Folgendes. Ich mache mir wirklich Sorgen darüber, dass du wieder trinkst. Hast du jemandem was gesagt? Warte doch mal, lass mich ausreden. Seitdem ich vorhin gegangen bin, denke ich darüber nach. Ich mache mir wirklich Sorgen um dich, Taylor. Rick, ich muss wissen, hast du irgendjemandem etwas gesagt? Du weißt, wie gefährlich das für dich ist. Ganz zu schweigen von deinem Baby, Jack. Jack geht's bestens. Du kannst mir glauben, wenn ich dir sage, dass ich nie etwas tun würde, was meinem Baby schaden könnte. Gott, warum zweifelt die ganze Welt an mir, Taylor, und meinen Fähigkeiten, eine gute Mutter zu sein? Ich zweifle nicht an dir. Doch, natürlich. Nein. Klar tust du's. Deswegen bist du doch heute hergekommen. Du wolltest mir sagen, wie ich mein Leben zu leben habe. Dann hast du die Flasche Schnaps gefunden und mir eine Todesangst eingejagt, dass du Nick etwas sagen würdest. Oh ja, natürlich. Du willst, dass ich mich schuldig fühle. Wovon redest du überhaupt? Du willst, dass deine Mutter und mein Mann wieder zusammenkommen. Du warst ziemlich deutlich. Clark, ich bin im Büro und frage mich, wo Sie und meine Mutter stecken. Ich frage mich auch, wo die neue Kollektion ist, die uns ein Vermögen bringen soll. Rufen Sie mich auf dem Handy zurück. Das gibt's nicht. Hi. Es tut mir so leid.
Ich weiß, wie schwer das für dich sein muss. Ich kann mir vorstellen, dass deine Trennung von Eric dir das Herz bricht. Aber du hast das Richtige getan. Und ich bin stolz auf dich. Wenn du die Wahrheit hörst, bist du vielleicht nicht mehr stolz. Du hast mich immer wieder vor ihr gewarnt. Du hast mir gesagt, wie sie wirklich ist, und ich habe es nicht erkannt. Wie konnte ich nur so blind sein, Stephanie? Wenn ich so zurückdenke, alles, was für sie zählte, war Sex und Vergnügen. Und sie konnte einfach kein Ende finden. Und, oh Gott, eigentlich dachte ich, ich könnte ihr da raushelfen, aber ich dachte, ich könnte vielleicht auf sie einwirken, aber sie wollte nur. Und dann fand ich sie. Ich fand sie im Bett mit einem anderen Mann. Vergiss die Frau, sie ist es nicht wert. Nein, ist sie nicht. Denn für sie ist nur eins wichtig, heißer Sex mit irgendeinem Kerl. Und das will ich nicht, das kann ich nicht brauchen. Da spiele ich nicht mit. Ich habe genug von ihr. Ich bin nicht hier, um über meine Mom oder Nick zu reden. Doch, das war der einzige Grund. Du bist sicher nicht gekommen, um mir dieses Geschenk zu bringen. Ich bin hier, um darüber zu reden, dass du wieder angefangen hast zu trinken. Es war ein Drink. Okay, es war ein Drink, das war alles. Warum auch nicht, nach allem, was ich durchgemacht habe? Ich meine, ich werde von deiner Schwester ausgetrickst und trage das Kind deiner Mutter 9 Monate unter dem Herzen. Ich fange an, es lieb zu gewinnen, und dann kommt es zu allem Überfluss auch noch todkrank zur Welt. Kann ich da nicht mal schwach sein? Kann ich da nicht mal einen Moment mein mentales Gleichgewicht verlieren? Bitte, Rick, bitte. Verwende diese furchtbaren Erlebnisse nicht gegen mich. Bitte setz sie nicht für deine eigenen Interessen ein. Du willst nicht, dass Rich der Mann deiner Mutter wird, aber wenn du Nick etwas sagst, ich kann nicht noch einen Verlust verkraften. Bitte, ich flehe dich an. Ich flehe dich an. Ich sage, wir brauchen die Gestelle spätestens am Donnerstag wieder. Gut, ich hinterlasse hier eine Nachricht. Danke für den Anruf. Danke. Du hast doch Schluss gemacht. Du hast ihm gesagt, es ist vorbei. Ich hab's versucht. Oh Gott, Donna. Stephanie macht keine Scherze. Sie lässt Storm ins Gefängnis wandern, wenn du jetzt nicht handelst. Ich kann nicht. Doch, du kannst es. Du musst es, Donna. Ich hab ihm alles gesagt. Ich verstehe nicht. Wenn du es ihm gesagt hast, wieso hat er dann nicht Schluss gemacht? Ich hab ihm die Wahrheit gesagt, Katie. Ich hab ihm gesagt, dass sie mich erpresst. Es bricht mir das Herz, dich so zu sehen. Ich wusste, dass das passieren wird. Ich wusste, dass sie dich betrügen wird. Ach, Eric, es tut mir so leid. Ich war ein Idiot. Ich war ein unglaublicher Idiot. Es tut mir leid. Ich will, dass sie aus meinem Leben und aus meiner Firma für immer verschwindet. Gott sei Dank. Endlich sagst du das alles. Ich meine, Gott sei Dank bist du zu dieser Erkenntnis gekommen, Eric. Ich will nicht über dich urteilen. Ich bin nicht hier, um dir Ärger zu machen. Ich bin nicht wegen eigener Interessen hier. Ich bin als ein Freund hier, der wirklich um dich besorgt ist. Du bist das Opfer eines schlimmen Fehlers geworden. Ich will dir helfen, so gut ich nur kann.
Ich habe das Gefühl, als ob ich diese Last seit Monaten auf den Schultern trage und niemanden habe, der weiß, was ich durchmache. Es tut mir leid, ich bin sonst nicht so negativ. Es ist nur so, ich schätze keinen Mensch an. Hör zu, du musst dich doch bei mir nicht entschuldigen. Ich müsste dich um Verzeihung bitten. Ich kann mir nicht mal vorstellen, was im Moment in dir vorgeht. Ich meine, vom Verstand her weiß ich eigentlich, dass diese Verwechslung im Labor ein Versehen war. Aber dann gibt es auch andere Momente. Dann habe ich das Gefühl, als würde ich in einen Abgrund stürzen und verrückt werden. Das jagt mir Angst ein, das bin nicht ich. Taylor, du bist eine wundervolle Frau. Eine brillante Psychiaterin. Du hast so viel zu bieten. Ich meine das, das sollte wirklich die schönste Zeit deines Lebens sein. Du hast deinem Mann das Kind geschenkt, das er immer wollte. Aber dass alles so gelaufen ist, ist einfach nicht fair. Nein, ist es nicht. Aber ich muss damit klarkommen, Rick. Ich will dich nicht auch noch unter Druck setzen, aber du musst das durchstehen. Es gibt Menschen, die sich darauf verlassen, dass du es schaffst. Ich will dir helfen. Das ist mein Problem. Nein, das ist doch lächerlich. Ich will, dass du mich anrufst. Du brauchst jemanden, mit dem du reden kannst. Der weiß, was du durchmachst. Du kannst mich Tag und Nacht anrufen. Es ist völlig egal. Ich will dich damit nicht belasten. Nein, ich bitte dich darum. Tu es. Denk nicht an meine Mom, okay? Sieh mich nicht als Brooks Sohn. Sieh mich als jemand, der für dich da sein will, okay? Hör zu, ich werde erst gehen, wenn du ja gesagt hast. Okay. Danke. Wir sehen uns, okay? Okay. Rick. Hi. Was führt dich hierher? Ach, ich wollte nur mal nach deiner Frau und deinem Sohn sehen. Ich war lange nicht hier. Und wie geht's Ihnen? Das siehst du doch selber, alles in Ordnung. Danke für den Besuch, Rick. Ist okay, mach's gut. Komm her, Schatz. Hey. Du hast Eric also gesagt, was passiert ist? Er weiß jetzt Bescheid. Er weiß, dass Stephanie mich erpresst. Und er weiß auch, dass... Ja, er weiß jetzt auch über Storm Bescheid. Dass er geschossen hat. Hast du den Verstand verloren? Hast du einmal an deinen Bruder gedacht? Deinetwegen wird er jetzt ins Gefängnis wandern. Das ist eine Katastrophe. Wenn Stephanie das rauskriegt, wird sie sofort zu Lieutenant Baker gehen. Nein, sie wird's nicht rauskriegen. Das wird nicht passieren. Eric ist gerade bei ihr, um ihr zu sagen, dass es zwischen uns vorbei ist. Endgültig vorbei. Und jetzt? Fangt ihr jetzt eine Affäre hinter ihrem Rücken an? Ist das euer Superplan? Meinst du nicht, dass sie das sofort rausfindet? Ich hab dir mal gesagt, wenn das mit Donna nicht klappt, kannst du zurückkommen. Dass ich dir keine Fragen stelle, dass ich dir verzeihe, egal was passiert ist. Ja, das weiß ich noch. Willst du zu mir zurück? Würdest du mir verzeihen? Du willst mich wirklich wiederhaben nach allem, was war? Bitte komm zurück, Eric. Willst du das wirklich? Hör zu. Hör zu. Hör mir zu, ich denke, wir müssen noch warten. Oh ja, ich meine, ich will auch nichts überstürzen. Ich dachte nur, dass du... Nein, ich will, dass wir... Ich komme zu dir zurück. Es wird aber nicht heute Abend sein. Wir müssen vorsichtig sein, um deinet und um meinetwillen. Ja, okay. Und was Donna angeht, möchte ich, dass du sie nicht mehr erwähnst. Vergiss sie. Es ist vorbei. Es ist passiert und jetzt ist es vorbei. Sprich nie wieder von ihr. Ach, Schatz, es ist ein wunderbares Gefühl, in deinen Arm zu liegen.
Ich wünschte, es wäre immer so. Es ist schön, dass es dir gut geht. Weißt du, wenn du mich so hältst, denke ich, dass alles gut werden wird. Hör zu, ich habe deine Idee, Nick. Lass mal hören. Also, da es mir jetzt schon viel besser geht, Schatz, möchte ich auch jedem zeigen, dass es mir besser geht. Ich möchte, dass jeder sieht, dass ich fast wieder die Alte bin. Und wie stellst du dir das vor? Wir laden Rich und Brooke zum Essen ein. Rich und Brooke zum Essen? Hier? Mhm. Das klingt wie ein Albtraum. Hey, ich will diesen Albtraum beenden. Okay, es wird nämlich Zeit. Und ich glaube, wenn wir uns ein bisschen zusammensetzen, müsste das klappen. Oder? Also... Wie wär's mit morgen Abend? Morgen Abend? Mhm. Danke. Ja, ich schätze mal, das wird eine Überraschung für die beiden. Ich schätze, das wird eine ganz besondere Überraschung. Ich muss wissen, ob Stephanie auf den Trick reingefallen ist. Ich rufe sie mal an. Ich finde, das ist keine gute Idee. Ich muss wissen, ob sie mir glaubt, dass ich mich an die Abmachung Vielleicht halte. Vielleicht legt sie Eric schon längst in den Arm. Das will ich ja gerade herausfinden. Okay? Ich lass dich mithören. Hallo? Stephanie, ich bin's. Ich habe es getan. Donna! Ich bin auf Ihre Forderung eingegangen. Ich habe mit Eric Schluss gemacht und jetzt erwarte ich, dass Sie Ihr Versprechen einlösen. Dass Storm unbehelligt bleibt und nicht ins Gefängnis muss. Eric hat mir schon alles erzählt. Sie haben sich an die Abmachung gehalten, das werde ich auch tun. Ihr Bruder muss nicht ins Gefängnis, Donna. Aber ich möchte nicht, dass Sie Eric noch ein einziges Mal sehen oder ihn anrufen. Oh mein Gott. Er hat es hingekriegt. Er hat es wirklich geschafft. Stephanie hat ihm das abgekauft, ohne zu zögern. Das heißt, Storm ist außer Gefahr und bald können Eric und ich zusammen sein. Es hat perfekt funktioniert. Hallo? Du hast was verpasst. Ich war fantastisch. Ich weiß. Ich habe gerade mit Stephanie gesprochen. Mein Gott, du hast es geschafft. Von welcher Nummer aus rufst du an? Die kenne ich nicht. Oh, das ist ein Prepaid-Handy. Ich telefoniere es leer und lade es dann wieder auf. Damit Stephanie die Rechnung nicht bekommt, hä? Du bist wirklich clever. Danke. Vielen Dank, dass du das getan hast. Hör zu, wir ziehen das durch. Wir ziehen das ein paar Wochen durch. Ein paar Monate, wenn es sein muss. Wie auch immer. Stephanie wird nicht... Sie wird nicht auf einer Scheinehe bestehen. Das wird sie nicht. Oh Gott, ich liebe dich. Ich liebe dich über alles, Eric. Ja, klassische Seide. Nichts anderes. Ja, absolut richtig. Alles andere ist ausgeschlossen. Okay. Ja, sehr gut. Aha. Gut, ich rufe Sie morgen wieder an. Ich rufe Sie gleich morgen früh an. Danke. Ich wollte dir sagen, ich bin glücklich, dass du wieder da bist. Ich liebe dich. Das war schon immer so. Und daran wird sich nichts ändern. Aber das weißt du ja. Hör zu, du musst jetzt schlafen. Es war ein langer, harter Tag. Ja, Liebling, das stimmt. Okay. Gute Nacht. Oh,
Okay, dann kommen Sie also zum Abendessen. Sehr gut. Perfekt. Ja, genau, Brooke Logan. Mhm. Nein, ich kümmere mich um den Rest. Sie erledigen nur Ihre Aufgabe. In Ordnung. Okay, also bis dann. Du wirst staunen, Brooke. Heute Abend wird sich die Situation vollkommen verändern. Es findet also wirklich statt, ja? Dinner bei Nick und Taylor. Sieht so aus. Vielleicht ist es ja ganz gut für alle Beteiligten. Mag sein. Gut und nervtötend. Ja. Aber ich bin ja bei dir und Nick ist bei Taylor. Dann wissen wenigstens alle, auf welcher Seite sie stehen. Denkt Taylor wirklich, dass eine Einladung zum Essen ihr dabei hilft, darüber hinwegzukommen, dass ich Jacks biologische Mutter bin? Nein, tut mir leid, Reg. Aber ich glaube wirklich nicht, dass sich ihre Gefühle deswegen ändern. Egal, wie gut das Filet schmeckt. Aber wieso ändert sie plötzlich ihre Einstellung? Wolltest du es nicht so? Dass wir vier in Frieden leben und uns wieder vertragen? Ja, sicher. Es ist merkwürdig, weil sie immer darauf bestanden hat, mich auf Abstand zu halten. Brooke Logan. Ja, er ist da. Ich sag's ihm. Es gibt ein Problem in der Näherei, das nur der große Rich Forrester lösen kann. Ein Problem in der Näherei, du meine Güte. Ich gehe und sehe nach dem Rechten. Und wieder rette ich die Welt vor dem Schrecken der bösen Nadeln. Hör zu, ob wir wollen oder nicht, wir vier sind für immer durch unsere Kinder miteinander verbunden. Ich bin der letzte Mensch auf der Welt, der mit Nick gern seine Zeit verbringen möchte. Aber selbst ich muss zugeben, dass es vielleicht das Beste für uns alle wäre, wenn wir uns arrangieren. Ja. Und ich wette, dass Taylor in diesem Moment das Gleiche denkt. Ich muss jetzt die Welt retten. Ashley. Hi. Ich hätte anrufen sollen, aber ich kam gerade vorbei. Störe ich? Ich wollte nur euer süßes Baby bewundern. Nein, kommen Sie rein. Sie sind immer willkommen. Ja, sicher? Er macht gerade sein Mittagsschläfchen, aber wir können gleich mal nach oben gehen und nach ihm sehen. Okay. Und wie geht's Ihnen? Wie ist es denn gut, so als Mutter? Oh, gut. Es ist anstrengend klar, manchmal. Bestimmt. Ich weiß noch, diese ersten Monate, Sie müssen vollkommen erschöpft sein. Ja, das können sein. Sie laut sagen. Mhm. Also, wenn irgendwas ist, ich bin immer da. Ich kann auch mal babysitten, ja. Danke. Klar. Danke vielmals. Ja, wissen Sie, Sie könnten uns wirklich einen Gefallen tun. Okay, ja, was für einen? Wir wollen Jack schon bald taufen lassen und... Mm. Was halten Sie davon, seine Taufpatin zu werden? Wow. Ich fühle mich geehrt, aber... Warum ich? Ich weiß nicht, ich fühle so eine Art Verbundenheit mit Ihnen oder sowas. Wir haben ja beide unter Brooke gelitten. Und ich brauche jetzt jemanden wie Sie in meinem Leben, der versteht, wie das ist und der auf meiner Seite steht. Ich freue mich, dass Sie das sagen. Wissen Sie was? Ich hätte auch gern eine Freundin wie Sie. Gut, wie schön. Ja, kommen Sie. Sie wirken leicht verändert. Sie wirken so fröhlich. Ah ja? Ja, stimmt. Es geht mir viel besser. Es geht mir so viel besser. Ich fühle mich gut und ich fühle mich so gut, dass wir heute Gäste zum Abendessen hier haben. Und Sie werden kaum glauben, wer meine Ehrengäste sind. Rich und Brooke. Ach kommen Sie, wer hat Ihnen denn das eingeredet? Niemand. Das habe ich mir selbst ausgedacht. Wirklich? Mhm. Das wird ein Abend werden, den man nie mehr vergisst. Hey, hast du Zeit? Ja, sicher. Gut. Komm rein. Hör zu. Heute Abend ist doch dieses Dinner. Willst du wirklich kommen? Naja. Also ich könnte es durchaus verstehen, wenn dir schon der bloße Gedanke zuwider wäre.
Taylor scheint dieses Abendessen sehr wichtig zu sein und Rich anscheinend auch. Was? Ja, ich schätze, unser Gerede über ein friedliches Miteinander ist angekommen. Wie auch immer. Ich bin noch nicht dazu bereit. Gut, dann lass es eben. Nein, nein, wir kommen. Weil ich denke, dass Rich recht hat. Ich denke, das wird gut für uns alle sein. Wir werden ein vollkommen neues Verhältnis zueinander haben. Das klingt ja wie ein Albtraum, Brooke. Ja, genau. Ich denke, dass Taylor irgendwas vorhat. Ich glaube nicht, dass Taylor irgendetwas vorhat. Ich denke, sie versucht nur ganz einfach, ihre Unsicherheit und Furcht zu überwinden. Und eigentlich bin ich stolz auf sie. Ich meine, so ein Essen zu arrangieren ist ja doch ein Aufwand, auch wenn es komisch erscheinen mag. Ja, du hast mir doch gesagt, dass Rich und Taylor einlenken wollen und akzeptieren wollen, dass wir uns verständigen müssen. Wegen Jack. Und ich schätze, du hattest recht. Genauso wird es kommen. Vielleicht früher als erwartet. Weißt du, ich hoffe nur, dass sie es möglichst bald schafft, ihre Ängste loszuwerden. Ja, hoffentlich. Es scheint mir aber unmöglich. Besonders, weil mich das Gefühl beschleicht, dass heute Abend mehr als nur das Abendessen angerichtet wird. Also gut. Wenn du dich nicht wohlfühlst, dann sag einfach, dir ist übel, dann könnt ihr gehen und die Sache ist gelaufen. Ich denke, das wird ein guter Start. Für uns alle vier. Aber wir haben hier Plan B für den Notfall. Oh, Taylor, er ist so niedlich. Was für ein hübscher Junge. Ja, das ist er. Das finden wir auch. Ich fühle mich geehrt, dass Sie mich bitten, seine Taufpatin zu sein. Ja, wirklich. Rufen Sie mich wegen der Details an? Ja, sicher. Okay. Und rufen Sie mich nach dem Dinner mit Rich und Brooke an. Wenn jemand geohrfeigt wird, will ich die Erste sein, die das erfährt. Hey, wenn hier Gewalt ausbrechen sollte, dann sicher nicht meinetwegen. Das ist gut zu wissen. Also ich sag es so, wenn alles gut läuft, dann sind Nick und ich so weit, dass wir in Frieden leben können. Und, hast du die Welt gerettet? Ja, ich habe es wieder mal geschafft. Gut, können wir dann nach Hause fahren? Ich würde mich gerne noch umziehen, bevor wir rüberfahren. Sollten wir vielleicht noch ein paar Blumen kaufen oder sowas? Du meinst als Geschenk für die Gastgeber? Ja, oder vielleicht Boxhandschuhe oder etwas ähnlich Gemeines. Sehr witzig. Wir sollten etwas mitbringen. Nein, müssen wir ja nicht. Ich finde, das ist nicht nötig. Ich will nur, dass dieser Abend vorbeigeht. Je eher, desto besser. Ich hoffe nur, dass alles glatt geht. Ich meine, in letzter Zeit regt Taylor sich fürchterlich schnell auf, wegen der kleinsten Kleinigkeit. Nick sagt, es geht ihr besser, aber trotzdem. Taylor ist durch die Hölle gegangen, Logan. Jede andere Frau in ihrer Situation würde wahrscheinlich einen Killer auf dich ansetzen, aber stattdessen lädt sie uns zum Abendessen ein. Sie reicht uns die Hand. Also gehen wir da heute hin mit einer positiven Einstellung, okay? Immer positiv. Ja. Ja, ein guter Plan. Okay. Okay. Hey! Ich hab mich schon gefragt, wann du nach Hause kommst. Kann ich dich denn noch irgendwie unterstützen, Schatz? Ja. Du könntest draufgehen und nach Jack sehen. Ich habe keinen Mucks von ihm gehört. Seit ungefähr 10 Minuten. Kannst du nachsehen? Ja. Okay? Okay. Ich werde bloß noch schnell den Tisch fertig decken. Und dann müssen wir uns ja auch schon umziehen. Okay. Der heutige Tag ist ein vollkommen neuer Beginn für uns alle vier. Gefall ich dir? Ja, sehr. Du siehst wunderschön aus. Danke. Da kommen sie. Okay. Hallo. Hi, kommt doch rein. Hallo. Willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Kommt doch rein. Nick, nimmst du die Mäntel? Klar.
Ich nehme das schon. Rich. Ich bin so froh, dass ihr gekommen seid. Ich habe befürchtet, ihr überlegt es euch anders. Oh, nein, wir sind froh, dass wir hier sind. Gut, weil der heutige Tag der Beginn von etwas Wundervollem ist, okay? Ich denke, es gibt keinen Grund, warum wir nicht Freunde und Familie und Eltern sein können, oder? Ich muss nach dem Fleisch sehen, bin gleich wieder da. Wer will einen Drink? Ich dachte schon, er fragt nie. Ja, kein Problem, Dad. Ich erledige das für dich noch heute Abend und du kannst es dir dann morgen ansehen. Okay? Okay, du auch. Bis dann. Ah, je. Yeah. Hallo. Wer sind Sie? Irma. Irma und weiter? Irma, die Kaffeekanne süß oh, und klein. Okay, das ist genug. Hör auf, bitte. Das ist ja grässlich. Oh, grässlich? Der Witz oder mein Gesang? Kein Kommentar, mir fehlen die Worte. Zu deiner Information, ich singe normalerweise vor jüngeren Leuten und meine Tochter findet mich lustig. Danke vielmals. Ach ja? Ja. Wie findet sie deinen Gesang? Das ist nicht witzig. Und was tust du? Arbeitest du noch? Nicht mehr lang. Ich organisiere noch etwas. Was ist mit dir? Ich arbeite auch noch ein bisschen. Ich hatte eine lange Pause heute. Ach, das muss ich büßen, ja. Heute Nachmittag habe ich Taylor besucht. Ach ja? Mhm. Wie geht es ihr? Bestens. Bestens? Ja, wieso? Hast du vielleicht einen Grund daran zu zweifeln? Naja, sie hat einiges durchgemacht in letzter Zeit. Du weißt es, stimmt's? Du auch. Deine Mom. Die Eizelle, ja. Du weißt es. Ich weiß es. Oh. Ja, weil ich meine, deswegen bin ich jetzt überrascht zu hören. Es geht ihr bestens. Sie war am Rand eines Nervenzusammenbruchs, seit sie es herausgefunden hat. Ich habe mir Sorgen gemacht. Ja, ich auch. Aber ich denke, es geht ihr wirklich besser. Tatsächlich? Ja, wirklich. Sie hat sogar deine Mom und Rich zum Dinner eingeladen. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Wenn das nicht das Verhalten einer Frau ist, die gelernt hat, mit dieser Situation umzugehen, dann weiß ich es auch nicht. Okay, also lasst uns anstoßen. Auf die Gesundheit. Gesundheit für unsere Familien und unsere Freunde und auf unsere Kinder. Und auf einen Neuanfang. Cheers. 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 Neuanfang. Cheers. Ja. Reichst du mal die Bohnen rum? Die Bohnen können warten. Ich will noch etwas sagen. Wir alle haben unsere Vergangenheit. Okay. Und Brooke, du und ich, wir hatten denselben Mann ein paar Mal inzwischen. Aber was ich sagen will, ist, ich habe herausgefunden, ich hatte so eine furchtbare Wut in mir und das hat mich nur vergiftet. Das zerstört mich innerlich. Und wenn das geschieht, verletze ich die Menschen, die ich liebe. Und das will ich nicht mehr. Also, nachdem das jetzt raus ist, da möchte ich euch sagen, ich habe mich davon verabschiedet. Okay, ich will die negativen Gefühle zurücklassen und ich will drüberstehen und ich will das Positive sehen. Brooke, dir verdanke ich meinen Sohn. Ich weiß das. Und du hast großzügig dein Mutterrecht übertragen. Das musstest du nicht tun. Aber du hast es getan. Und das kann für dich nicht leicht gewesen sein. Das weiß ich. Das verstehe ich jetzt. Ich dachte, du hast vielleicht was vor. Ich meine, du warst nicht immer so offen zu mir. Aber genug davon. Was ich versuche zu sagen ist, es war ein Geschenk. Was du getan hast für mich, das war ein Geschenk. Und ich danke dir. Naja, ich war wirklich sehr froh darüber, euch beiden, dir und Nick, euren Sohn zu schenken. Und deswegen möchte ich etwas zurückgeben. Deswegen seid ihr hier. Ich habe etwas ganz Besonderes für euch geplant und es wird euch gefallen. Es ist etwas, das unser aller Leben verändern wird.
Dinner? Ja. Du meinst die vier zusammen? Mhm. Ich war auch überrascht. War das Taylors Idee? Aha. Das klingt komisch. Naja, das schon, aber vielleicht will sie bloß Frieden schließen mit der Tatsache, dass Brooke Jacks biologische Mutter ist. Ich finde, das ist kaum zu glauben. Anscheinend hat sich ihre Einstellung geändert. Sie hat mir sogar gesagt, dass sie eine große Überraschung geplant hat. Ach ja? Mhm. Was denn? Das weiß ich nicht. Aber sie hat gesagt, es würde diesen Abend unvergesslich machen. Und es würde all ihre Probleme lösen. Etwas Wundervolles, das unser aller Leben verändert? Was hast du damit gemeint, Taylor? Das werdet ihr bald sehen. Ich sage nur, es ist etwas, das uns dabei hilft, einen Schlussstrich zu ziehen. Und dabei hilft, in Frieden zu leben. In Frieden? Du meinst, jeder für sich selbst? Nein, hoffentlich als Freunde. Schatz, was ist das denn für ein Geheimnis? Das muss unser Überraschungsgast sein. Warte mal. Hm? Wer ist das? Jemand, den ich zum Abendessen eingeladen habe. Schon okay, es ist jemand, der alles wieder ins Lot bringt. Was hat das zu bedeuten? Hallo. Sie sehen toll aus. Danke. Hallo. Kommen Sie rein. Nick? Hi. Reverend, schön, Sie zu sehen. Rich? Brooke? Wie geht es Ihnen? Ich bin ganz aufgeregt wegen dieser Sache. Taylor hat mir alles erzählt. Sie haben eine wirklich gute Freundin. Sollen wir loslegen? Womit denn? Oh, ich habe den Reverend eingeladen, weil... Brooke, es wird Zeit, das Kriegsbeil zu begraben und die Feindseligkeiten zu beenden. Ich weiß, ich bin in letzter Zeit unsicher gewesen und ich habe es an dir ausgelassen und ich... Ich war bestimmt nicht nett zu dir. Ich habe dich wie eine Ehezerstörerin behandelt. Und so will ich nicht mehr sein. Ich will dir helfen. Ich will gut zu dir sein. Ich weiß, ihr beide habt geplant, euch zu vermählen. Das Einzige, was noch fehlt, ist der Termin für die Hochzeit. Und stellt euch vor. Dieser Tag ist heute. Jetzt gleich. Was? Ja! Ja, heute Abend. Ihr werdet jetzt vom Reverend getraut. Genau hier. Jetzt gleich an Ort und Stelle. Ich sehe, ihr seid wirklich überrascht. Ja, wirklich. Also, es ist soweit. Willst du Brooke Rich